willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder mal ein ganz besonderes Video, denn ihr wisst ja vielleicht, dass morgen das neue Erweiterungspack Die Sims 4 Nachhaltig Leben erscheinen wird und ich habe mal wieder die Ehre, mit EA hier zusammenzuarbeiten und habe einen Early Access Code zur Verfügung gestellt bekommen. Also vielen Dank an dieser Stelle an EA. Und ja, wir werden uns in diesem Video heute die neuen Creator Sim Teile anschauen und dann werden wir ein gesondertes Video haben, wo wir uns dann eben das neue Gameplay anschauen werden. Ich bin super gespannt und freue mich riesig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und let's go! Als erstes werde ich euch jetzt die Frisuren der Frauen zeigen. Das mache ich jetzt immer einfach im Schnelldurchlauf, weil sonst wird das Ganze viel zu lange dauern. Also das sind die neuen Frisuren für die Damenwelt in Nachhaltig Leben. Ich muss sagen, dafür, dass ich keine EA-Haare benutze, finde ich die wirklich sehr süß. Vor allem hier diese Frisur mit den geflochtenen Strähnen an der Seite finde ich richtig süß. Und auch das hier mit den Federn in den Haaren. Ich habe erst gedacht, die hätte irgendwelche Fäden da, aber das sind Federn. Und finde ich auch mega süß. Gefällt mir richtig gut. Und diese Frisur fand ich auch total niedlich. Wie gesagt, ich werde sie vermutlich einfach niemals nutzen. Aber es ist schön, dass sie da sind. Machen wir erstmal weiter mit den Frisuren, bevor wir dann zur Kleidung kommen. Okay, Tür, auf Wiedersehen. Wir sind bei den Männern angekommen. Da gibt es leider nur 3 neue Frisuren und das sind die gleichen Frisuren, die es bei den Damen auch gibt. Ja, ist jetzt nichts Besonderes bei, finde ich. Ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass sie gut genutzt werden. Also ich finde hier auch die Übergänge sehr schön gemacht. Aber ein bisschen schade, dass es nur 3 Frisuren sind. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es neue Haare für Kinder gibt. Ich habe vorweg nicht so viele Videos zu diesem Pack angeguckt. Also ich weiß fast gar nicht, was neu mit diesem Pack kommt. Wir hatten einen Livestream von EA, wo wir eben die Features so ein bisschen gezeigt bekommen haben. Aber da habe ich den Creative Sim Teil verpasst. Deswegen weiß ich leider gar nicht, was es da alles Neues gibt. Ich hoffe sehr, dass es neue Frisuren für Kinder gibt. Und gibt es tatsächlich. Wow. Also es gibt einmal diese neue Bömmels-Frisur. Dann gibt es diese Frisur mit dem Pony, cute, und die Frisur und die Frisur. Ja, ist ja ganz schön. Ich finde es schön, dass es die Frisuren eben auch für Kinder gibt. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit, ob es denn auch was für Kleinkinder gibt. Oh mein Gott, was ist das? Nochmal neu, dankeschön. Ich glaube nicht, nein, wie immer. Das finde ich echt super schade, dass sie Kleinkinder immer so vernachlässigt werden. Das sind nicht wirklich viele Haare, wenn man mal von meinen Custom-Content-Haaren absieht. Also es sind vielleicht, ja, eigentlich nur das hier oben. Das hier sind die Haare, die man für Kleinkinder nutzen kann und das finde ich schon echt traurig. Also da hätte ich mir vielleicht jetzt mal so langsam mit den etwas neueren Packs dann doch mal mehr Content gewünscht. Es geht in dem Pack ja aber um etwas ganz anderes, deswegen ist das auf jeden Fall schon zu verkraften. Es wäre einfach nur mal schön, wenn die Kleinkinder auch mal ein bisschen mehr Content bekommen würden. Jetzt würde ich sagen, gehen wir wieder zurück zu der Dame und schauen uns die neue Kleidung an. Waren alle neuen Oberteile und ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen in dieses Oberteil hier verliebt. Das ist ja wohl sowas von schön. Also, ich meine, ich benutze ja wirklich selten EA-Inhalte, aber ich kann es kaum glauben, dass ich das sage, aber ich glaube, ich werde dieses Teil einmal benutzen. Das ist ja wohl sowas von schön, vor allem in diesem wunderschönen Gelb oder in diesem Hellblau. Ich kann nicht mehr. Richtig schön. Ansonsten finde ich die Teile eher so. Also es ist für eine spezielle Art von Sim schon ganz cool und viele Sachen sehen eben auch so
ja, recycelt aus. Das ist ja auch der Sinn davon, wie hier zum Beispiel dieses Oberteil. Was cool ist, die Intention ist mega cool, nur ja, ich finde, dass die Sachen jetzt dann nicht unbedingt stylisch geworden sind. Also ich hätte mir gut vorstellen können, dass man da vielleicht noch so ein cooles Flanellhemd oder sowas, also diese Holzfällerhemden so recycelt hätte oder keine Ahnung. Also ich finde, man hätte da noch ein bisschen mehr draus machen können aus diesen recycelten Sachen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob es im Spiel selber noch irgendwie einen Aspekt gibt, wo man dann Kleidung selber herstellen kann oder sowas. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich muss sagen, dieses Oberteil, wow. Weiter geht's mit den Kleidern, beziehungsweise den, nein, falsch, Nina, den Ganzkörper in Anzügen. Davon gibt es sechs. Einmal dieses süße Kleid, das ist wirklich schön. Wow. Wow, also ich muss sagen, die Kleider bzw. die Ganzkörperanzüge hauen mich wirklich um. Also die finde ich wirklich toll, alle miteinander. Ich finde dieses Kleid ultra süß. Ich finde diesen Jumpsuit mega schön. Also das ist jetzt nicht so unbedingt mein Ding, aber auch dieses lange Kleid, jetzt nicht in der Farbe, aber zum Beispiel in diesem Mintton, oder ist es Mint, keine Ahnung, so schön. Also die Details wirklich richtig schön. Auch das hier finde ich super süß. Und das hier ist eben das, was ich gerade sagte. Hier sieht man eben diesen recycelten Look. Mega cool. Also wow, wirklich gut. Dann schauen wir uns noch die Unterteile an. Nee, die sind ja nicht. Ich dachte gerade schon, das wäre alles neu. Das waren also die Unterteile. Ich muss sagen, hier gefallen mir ausschließlich die kurzen Sachen. Also diesen Rock hier zum Beispiel finde ich ultra schön, vor allem in dieser Farbe. Hätte ich gerne im Real Life, finde ich richtig cool, gefällt mir sehr gut. Und diese Hose hier finde ich auch super süß. Die könnte ich mir auch gut als Schlafhose vorstellen, finde ich richtig schön. Was das hier soll, verstehe ich überhaupt nicht. Das habe ich auch im Vorfeld schon gesehen und ich dachte mir so. Aber gut, vielleicht steht es ja irgendeinem Sim. An sich muss ich aber sagen, dann machen wir weiter mit den neuen Accessoires. Hier gibt es nur ein neues Armband, was auch immer das sein soll. Sieht aus wie so ein Hand, also so ein Cuff-Ding. Gut, gibt es neue Schuhe? Zeig es mir. Ja, gibt es einmal solche Clogs. Nennt man die so? Ich glaube, man nennt sie Clogs. Die gibt es auch in verschiedenen Farben. Und dann gibt es so Sneaker. Warum sind die so lang? An sich finde ich die nämlich richtig cool. Aber warum sind das so Clownslatschen? Why? Why you gotta be like that? Dann haben wir noch so Stiefel. Finde ich super cool, weil ich habe immer das Problem, dass ich bei der Outdoor-Kleidung immer nur diese Doc Martens-Stiefel nehme, weil es keine richtigen, ja, Outdoor-Schuhe gibt, die ich cool finde. Die gefallen mir tatsächlich sehr gut. Und dann haben wir noch ein paar Sandalen. Die sind auch sehr schön, tatsächlich. Schöne Sandalen. So, und dann sind wir auch schon durch mit den Frauensachen. Man kann sagen, dass sie auf jeden Fall viele schöne neue Teile bekommt. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch die Sachen, die die Männer neu dazu bekommen, an. Bei den Männern gibt es natürlich mal wieder nicht ganz so viel. Okay, also die Oberteile für die Männer sind ganz schön, wie Nico sagen würde, wild. Ich weiß nicht ganz genau, was man sich dabei gedacht hat. Werde ich vermutlich nichts von nutzen. Das Einzige, was ich ganz schön finde, ist diese Jacke in dieser Farbe. Hätte ich mir aber auch gewünscht, dass sie vielleicht einen Ticken länger wäre. Aber die Farbkombi finde ich ganz süß. Dann schauen wir uns die Ganzkörperkleidung an. Da gibt es nur eine neue Sache. Finde ich allerdings sehr cool. Finde ich süß. Kann ich mir super an Peter aus der Disney Legacy vorstellen. Hosen gibt es tatsächlich eine ganze Menge neue. Die schauen wir uns doch jetzt mal genauer an.
das waren dann die Hosen. Auch ganz schön wild. Mehr sage ich dazu jetzt mal nicht. Hier gibt es das gleiche Armband. Bei den Schuhen gibt es noch diese Sneaker. Die finde ich tatsächlich ganz cool. Sehen so ein bisschen futuristisch aus. Kann ich mir vorstellen, dass ich sie vielleicht mal bei der Sportkleidung nutzen werde. Dann gibt es die gleichen Sneaker. Bei den Männern finde ich es dann schon wieder realistisch, dass sie halt so ein bisschen langgezogen sind. Ja, bei den Frauen finde ich es irgendwie ein bisschen misslungen. Hier haben wir wieder die gleichen Stiefel und die gleichen Sandalen. Was mir aber gerade noch eingefallen ist, was es ja auch Neues gibt, sind Accessoires. Denn es gibt ja jetzt die unfassbar tollen Mülltüten. Also, falls ihr einfach mal einen Sim habt, der eine Gesichtsgrätsche ist, könnt ihr ihm einfach jetzt so einen Müllsack aufziehen. Nee, ich finde das aber ziemlich süß, irgendwie so ein kleiner, netter Scherz. Damit spielen werde ich vermutlich nicht, aber diese Mütze finde ich richtig süß und damit kann ich mir auch coole Menschen vorstellen. Ihr wisst ja, dass Flynn zum Beispiel aus der Disney Legacy, er trägt ja auch immer so einen, nennt man das Barret? Ich glaube Barret oder sowas. Irgendwie so nennt man das ja. Finde ich auf jeden Fall ganz süß. Accessoires, ach hier bei den Accessoires haben wir noch gar nicht geschaut, ob es was Neues gibt. Bei den Männern gibt es neue Piercings. Da wisst ihr ja, ich nutze da lieber meine Custom-Content-Piercings, weil die mir immer ein bisschen zu dick sind. Aber wie gesagt, für die Leute, die jetzt keine Custom-Content-Piercings benutzen, ist das eine coole Sache. Das finde ich allerdings sehr cool. Es gibt Tunnel, die die Ohrlöcher auch wirklich dehnen. Das ist eine richtig coole Sache, weil das gibt es nämlich so als Custom-Content nicht. Und es gibt eine neue Brille, die finde ich auch super cool, weil Brillen sind bei mir auch immer so eine Rarität und ja, die gefällt mir richtig gut. Also die werde ich auf jeden Fall in der Zukunft nutzen. So, das war es dann auch von den Männern. Dann schauen wir mal ganz kurz bei den Kindern rein und ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass die Kinder auch irgendwas abbekommen haben. Yay! Die Kinder kriegen was ab. Wunderbar. Es ist nicht viel, aber es sind ein paar Teile und darüber freue ich mich immer sehr. Oberteile für die Kinder. Ich drücke mal eben weiblich weg, damit wir genau alle sehen. Diese Bluse hier finde ich wunderbar. Die finde ich richtig, richtig, richtig toll. Die werde ich auf jeden Fall auch benutzen. Ja, der Rest ist aber auch ganz nett, finde ich. Also ist jetzt nichts bei, wo ich mir denke, Also sind auf jeden Fall auch sehr schöne Sachen. Dann haben wir ja hier noch ein paar neue Kleidchen. Einmal dieses wunderschöne Patchkleid. Das finde ich auch sehr süß. Kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass ich das nutze. Ihr wisst ja, das ist bei mir wirklich Rarität, wenn ich sowas sage. Oh, das ist ja mega niedlich. Oh mein Gott, wow. Richtig süß. Dann haben wir hier so ein gestricktes oder gehäkeltes Kleid, würde ich sagen. Auch sehr süß. Mag ich gerne. Und zuletzt haben wir noch dieses Kleid. Das ist aber kurz geraten. An sich finde ich das super, super süß, aber ich mag das halt wirklich nicht, wenn die Kleider für Kinder immer so kurz sind. Wenn man da vielleicht eine Strumpfhose drunter anzieht, dann sieht das ja schon wieder ganz anders aus. Aber die Farbkombis, ein Träumchen. Wirklich richtig schön. Hosen haben wir drei neue. Einmal so eine Patchhose. Aha, sehr schön. Nina, du musst jetzt auch nicht hier durch alle Farben klicken. Dann haben wir einen neuen Rock. Den finde ich auch super süß. Der sieht dem für die Eltern, also für die Frauen, sehr ähnlich. Nur, dass er eben nicht diesen Schlitz da hat. Das finde ich sehr schön. Und eine neue Jogginghose. Davon habe ich auch immer zu wenig für Kinder. Deswegen freue ich mich da auch drüber, dass wir da ein paar neue haben. Und das sind die Klamotten, die es neu für Kinder gab. Gibt es Accessoires? Nein, gibt es nicht. Gibt es Schuhe? Nein, gibt es nicht. Gibt es Accessoires für den Kopf? Ja, gibt es tatsächlich. Ich mache mal weiblich weg. Einmal gibt es diese Mütze. Warum die jetzt mit nachhaltig Leben kommt, weiß ich nicht. Aber auch Mützen sind tatsächlich eine Rarität bei mir. Ich mag das immer nicht, dass die Haare komplett verschwinden unter den Mützen, aber es ist auf jeden Fall schön, dass es da ist. Und dann haben wir auch für die Kinder die Mülltüten,
die dann lustige Gesichter da drauf haben. Finde ich auf jeden Fall super süß. Da können wir vielleicht mal zu so einer Demo gehen oder sowas. Sehr, sehr schön. Haben wir hier noch Accessoires? Nein. Und Make-up haben wir auch nicht. Dann schauen wir noch bei den Kleinkindern rein. Ich habe ein bisschen Angst, dass es gibt neue Sachen für Kleinkinder. Wow. Cute. Da gibt es auch so eine Patch-Bluse mit eben so Patches drauf. Sehr süß. Oh mein Gott, ich freue mich so, dass die Kleinkinder nicht vernachlässigt wurden. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Dann haben wir noch eine Jacke. Ah, Jacken finde ich auch immer sehr, sehr gut. Die ist auch sehr hübsch geworden. Hier habt ihr einmal die Farbkombis. Dann haben wir... Oh mein Gott. Ah, oh, das ist so cute. Mit den Bienchen da drauf. Ich kann nicht mehr. Das ist so süß. Mega süß. Und noch eine Latzhose. Oh, mit dem kleinen Regenbogen. Oh mein Gott. Ultra süß. Wow. Ich glaube, das ist bisher mein Lieblingsteil aus dem ganzen Pack. So süß. Seht ihr, EA? Ihr könnt es doch. Ihr könnt es. Warum tut ihr es nicht öfters? Dann haben wir noch zwei neue Buchsen. Auch sehr schön. Einmal so eine Hose mit zwei Kniepatches drauf. Also aufnähern. Warum sage ich das jetzt auf Englisch? I don't know. Dann haben wir noch diese Hose, die auch so ein bisschen zusammengenäht aussieht. Auch super, super, super süß. Und dann haben wir, was haben wir noch? Nichts. Haben wir für die Kleinkinder auch eine Tüte auf dem Kopf? Haben wir? Oh. Okay, hier haben wir noch eine Tüte für die Kleinkinder. Sehr schön. Und ansonsten gibt es nichts. Das waren alle neuen Inhalte, die es in diesem Pack neu dazu gab. Alle Creative Sim Inhalte. Ich bin tatsächlich begeistert. Das heißt nicht, dass ich sie jetzt in jedem meiner Let's Plays nutzen werde, aber wenn ich sage, dass ich ein paar Teile benutzen werde, dann ist das schon ein Riesenfortschritt, denn ich benutze eigentlich nie Max's Match Sachen. Ich finde vor allem die Kleider für die Frauen und die ein paar Blusen und sowas sind super, super gut geworden. Die Männersachen gefallen mir nicht ganz so gut. Ich freue mich, dass die Kleinkinder nicht ganz so vernachlässigt wurden, dass sie wenigstens ein paar neue Klamotten bekommen haben. Richtig schön. Oh, mir fällt gerade ein, wir haben uns die neuen Merkmale noch nicht angeguckt, denn es gibt neue Merkmale. Ich glaube, doch hier gibt es ein neues Bestreben, und zwar Öko-Innovatorin. Dieser Sim setzt sich für eine bessere, grünere Nachbarschaft ein. Was gibt es da für ein extra Merkmal? Sammlerin, okay. Finde ich sehr cool. Und gibt es hier noch eins? Tatsächlich noch eins. Meisterfabrikantin. Dieser Sim möchte ein Profi in der Herstellung werden. Denn, wie ihr wisst, wir können ja jetzt hier in diesem Pack auch Kerzen und sowas selber machen. Richtig cool. Und ich glaube auch Säfte. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das sind die neuen Bestreben, die es gibt. Und dann gibt es aber auch neue Merkmale. Einmal Herstellerin. Diese Sims sind glücklich, wenn sie Dinge herstellen. Sie werden traurig, wenn sie lange Zeit kein Projekt mehr mit dem Fabrikator, der Kerzenstation, dem Sprudler oder dem Schreinertisch fertiggestellt haben. Wenn beim Handwerken oder Reparieren etwas schief geht, hat dies bei ihnen keine negativen Auswirkungen. Sehr cool. Und dann gibt es noch neu Freegan. Diese Sims lehnen den Konsum ab und vermeiden verschwenderische Geldausgaben um jeden Preis. Sie sind glücklich, wenn sie wiederverwertete oder weggeworfene Sachen oder Nahrungsmittel finden. Wenn sie in Müllcontainern wühlen, haben sie meistens Glück und stoßen auf hochwertige Schätze. Verbringen sie zu viel Zeit mit dem Verdienen oder Ausgeben von Simoleons, können sie angespannt wirken oder sich unwohl fühlen. Ey Leute, das ist so, so krass. Dieses Pack wäre einfach perfekt für Katie gewesen, als wir das Rags to Riches Let's Play gestartet haben. Also an meine YouTube-Friends da draußen, wenn ihr noch kein Rags to Riches Let's Play gestartet habt, hier ist euer Startschuss. Das Pack ist wirklich optimal dafür. Richtig cool. Dann gibt es noch Recycling-Fan neu. Diese Sims sind eifrige Recycler, die vom Recyceln und Herumwühlen nach Materialien profitieren. Allerdings sollten sie nicht zu lange auf ihr Hobby verzichten. Auch sehr cool. Und dann gibt es noch Öko-Fanatikerin, aka me. Diese Sims sind am glücklichsten, wenn sie in grünen Straßen wohnen und sie arbeiten ständig daran, ihre Umgebung umweltfreundlicher zu machen. Sehr, sehr schön. Ich glaube, das war's, oder? Gibt es noch was? Nee, das war's. Mega coole neue Merkmale. Ihr wisst ja, ich bin immer ein Riesenfan davon, wenn neue Sachen, die die Persönlichkeit der Sims bestimmen, hinzugefügt werden. Also
ja, das macht für mich immer einfach sehr viel aus und hilft mir noch mehr bei meinem Storytelling und ja, mega cool. Also ich bin wirklich begeistert von den neuen Merkmalen und wie gesagt, Kleidung finde ich soweit auch richtig cool. Schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Creative Sim Inhalten in die Kommentare, was ihr davon haltet, was euch am besten gefällt. Ich glaube, mir gefällt am besten tatsächlich ein Kleid von den Frauen. Eine Sekunde, das muss ich jetzt nochmal ganz kurz raussuchen. Welches ist es denn? Ich glaube, das oder das. Die beiden, also ich finde das Kleid richtig schön. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und die eine Bluse, das hier, finde ich auch super, super schön. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer Lieblingsteil ist. Das war es dann mit diesem Video. Wie gesagt, es gibt noch ein zweites Video, das wird vermutlich zeitgleich mit diesem online gehen. Ich weiß es aber noch nicht ganz genau, wo ich euch dann die neue Welt und die neuen Gameplay-Inhalte zeige. Und dann wird es natürlich auch ein Let's Play zu diesem Pack hier geben, wo wir das Ganze dann in Ruhe alles erforschen werden und sowas. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Danke nochmal an EA für den Early Access Code. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.